Liebesgerüchte um, Let's Dance, Stars, jetzt spricht Urna. Was läuft wirklich zwischen Urna Nechiti und Billa Klenze? Paderborn, heiße Tänze, lasziebe Blicke und sexy Outfits, bei der RTL-Tanzshow, Let's Dance, geht es leidenschaftlich zu. Kein Wunder, dass den Promis und ihren Profi-Tanzpartner bei so viel nackter Haut und feurigen Dance-Moves auch gerne mal eine Affäre angedichtet wird. Zuletzt sorgte die Beziehung zwischen Urna Nechiti, 30, und Alles was zählt, Star Billa Klenze, 29, für Gerüchte. Ist bei beiden alles rein freundschaftlich oder geht da etwa doch mehr? Pikant an der Sache ist, dass die 30-Jährige seit 2014 mit Erich Klahn, 30, der ebenfalls bei Let's Dance tanzt, verlobt ist. Noch in diesem Jahr soll geheiratet werden. Geht seine zukünftige trotzdem auf Tuchfühlung mit ihrem neuen RTL-Tanzpartner? Zumindest interpretierten einige Fans mehr in die Schwärmreihen von Billa hinein. Immer wieder bezeichnete er Urna als Bombe und strahlt über beide Ohren, wenn er von ihr erzählt. Mittlerweile meldete sich die Mutter eines Sohnes indirekt zu den Flirtgerüchten zu Wort. Auf Instagram postete sie einen kurzen Clip, der sie zeigt, wie sie Klimmzüge macht. Beim Schwenk nach unten sieht man allerdings, dass die hübsche Rothaarige auf den Schultern eines Mannes sitzt, der sie nach oben drückt. Dazu schreibt die gebürtige Rumänin, man soll nicht alles glauben, was man sieht, hört oder liest. Gossip Strong Girl. Dieser Kommentar dürfte wohl im Zusammenhang mit der Berichterstattung verschiedener Medien über sie und Billa in den letzten Tagen stehen. Obwohl sie die Zeit bei Let's Dance genießt, wie sie sagt, nimmt sie denjenigen, die ihr eine Affäre andichten wollen, damit wohl zumindest ein wenig den Wind aus den Segeln. Sollte es einen heißen Flirt geben, ist er offenbar nur einseitig. Das machen auch die zahlreichen Liebesposts, in denen Urna ihren Verlobten geradezu anhimmelt, überdeutlich. Damit dürfte klar sein, die Liebe zwischen den beiden kann so schnell nichts zerstören, auch kein neuer Tanzpartner bei der RTL-Tanzshow.